Und damit, meine Freunde, herzlich willkommen zum 8. GPL-Spieltag. Ja, ich weiß, es ist der 8. Und ich wiederhole nochmal, ich weiß, es ist der 8., bevor ich mir wieder anhören darf, was für ein schlechter Mensch ich doch bin, weil ich nicht hundertprozentig weiß, was für ein Spieltag das ist. Du weißt, wer du bist. Ja, wie auch immer, kommen wir zur Teamanalyse. Bei mir sehen wir mein allseits beliebtes Sandrak mit dem Choice Bags. Macht einfach Schaden. Wir haben Regirock, einer der größten MVPs für mich diese Season, zusammen mit meinem Donphan, welches ja ein sehr, sehr variables Moveset aufgewiesen hat. Dann haben wir mein Starmie, was dieses Match tatsächlich nicht gechoicegraft ist. Das fällt dafür auf mein... Na, wie nennt es sich? Skelabra. Und dann haben wir Stunfisk mit dabei, tatsächlich Stunfisk mit der Assault Vest. Ich freue mich sehr, sehr darüber, Stunfisk mal mitgenommen zu haben. Der Choice Scarf auf Skelabra war übrigens einzig und allein dafür da, um Gengar zu counter, denn ich war mir ziemlich sicher, dass er das mitnimmt. Dann haben wir bei ihm Panferno mit einem Focus Gurt, wenn ich mich nicht täusche. Wir haben sein Mega Charizard X, X oder X ist glaube ich relativ egal. Wir haben sein, ich nehme mal an, defensives Empoleon, aber ich weiß nicht, auf welche Art und Weise defensiv. Dann natürlich Gengar, Tornadus und Machomai. Er hat ein sehr, sehr starkes Powerhouse im Team. Als Team, bei mir ist es ja so ein bisschen defensiv ausgelegt, wie man sehen kann. Zumindest ein bisschen mehr als bei ihm. Und ja, ohne weiter drumherum zu reden, würde ich sagen, fangen wir an. Dieses Mal muss ich auch nichts vorspulen, keine Angst. Alex will gerne mit mir kämpfen, ich leade natürlich mit Pestilenz, denn why the fuck not? Und er schickt hier mit Champ rein und ich wusste, ich kann einen Ice Heap überleben. Da war ich mir hundertprozentig sicher. Greift mit dem Ice Heap an und... ein Crit, aber ein KP! Hashtag ein KP, meine Freunde. Oh, ich musste schon fast ein bisschen weinen. Ich wusste halt, ich müsste locker einen überleben. Und als ich dann gesehen habe, dass ich mehr Schaden nehme, als ich sollte, dachte ich mir nur, Alter, Crit, ist das dein Scheiß Ernst? Aber ich habe mit 1 KP überlebt. Hat den Draco-Meteor rausbekommen. Das ist gut, mehr wollte ich gar nicht. Jetzt schicke ich Scarfy raus. Und greife hier mit dem Surfer an. Denn Surfer hat er auch ausgereicht für den Fall, dass er was anderes wechseln will. Machamp geht hier dann natürlich down und er sieht hier, ich trage den Leben auf. Infernape kommt als nächstes rein und ja, es ist ein Infernape. Da er es reingeschickt hat, dachte ich mir, es ist höchstwahrscheinlich gescarft, denn sonst würde er es nicht reinschicken. Und geht aber auf die Kehrtwende. Wollte vielleicht ein Scarf vortäuschen, was sehr, sehr gut war, aber Stunfisk kommt raus und Stunfisk steckt das ein. Als nächstes schickt er dann Such Smile raus, sein Gengar, und geht hier auf den Delegator. Und hier dachte ich mir, okay, es ist ein Sub-Disable, also ein Delegator-Aussetzer-Gengar. Das bedeutet, ich gehe jetzt auf den Donnerblitz, der Delegator verschwindet, und gehe jetzt auf den Surfer, falls er mich disablen will. Aber er geht tatsächlich auf den Spukball, und ja, wir werden sehen. Stunfisk, don't give a shit. Assault Vest, Stunfisk hält einfach gut was aus und Surfer macht keinen schlechten Schaden an Gengar. Und deswegen gehe ich jetzt, glaube ich, hier jetzt auf den Donnerblitz, während er auswechselt. Er schickt hier Empoleon rein und ja, wir werden sehen. Macht ungefähr 3/4 weg. Selbst mit den Überresten wird er keinen weiteren Donnerblitz überleben. Geht hier auf das Siedewasser, aber... ja, ich weiß, es ist effektiv, aber es ist Stunfisk. Stunfisk, don't give a shit. Auch wenn es wieder ein Crit war und er den Burn bekommen hat. Also man sieht schon, die Hacks sind in diesem Game definitiv auf seiner Seite. Da kann man mir nichts anderes erzählen. Empoleon geht aber down an Stunfisk. Vor Empoleon hatte ich sogar Angst, weil ich mir nicht hundertprozentig sicher war, wie ich mit dem Ding umgehen soll. Weil andererseits, jetzt wo ich den Schaden gesehen habe, kann es gut sein, dass das offensiv gespielt hat. Und ja, man kann auch Scald über Surfer spielen, aber ich bevorzuge Surfer bei wegen mehr Schaden. Hier bin ich auf Scarfy gegangen, eher auf Infernape. Und bin jetzt einfach auf Surfer gegangen, denn ich dachte mir, wenn er wieder auf Kehrtwende geht, meinetwegen. Und ja, er hat den Fokusgurt. Da nervt es mich ein bisschen, dass ich die Tarnsteine nicht rausbekommen habe. Ich hätte die Tarnsteine sowieso eigentlich direkt am Anfang rauslegen müssen. Denn er hat einen Glurak, er hat einen Infernape, die fast immer einen Fokus-Sash tragen. Hätte schon irgendwie Sinn gemacht. Außerdem hat er noch das Ding hier, den Typhoon.
Und Eggie auf den Delegator hat vermutlich mit einem Switch von mir gerechnet. Aber ich dachte mir nur, nee, mach mal nicht. Und jetzt kommt ein bisschen Gestalle. Es ist nichts allzu Schlimmes. Aber es dauert mich jetzt ein bisschen, denn er möchte quasi einfach mein Leben Orb wegstallen. Was ich nicht verstehen kann, denn er sieht, dass er schneller ist als ich. Er hätte mich auch einfach angreifen können. Dann hätte er auch nicht so viel AP verloren. Und ich meine, es ist recht offensichtlich, dass er sein Delegator nicht behalten wird, wenn ich tot bin. Ich war ein bisschen sehr verwirrt, was das Delegator-Spam von ihm sollte. Vielleicht hatte er gehofft, mich zu einem Switch zu zwingen, dass ich mir denke, ja, bevor ich jetzt mein Starmie verliere, aber nee. Nee, ich lasse ihn nicht mit dem Delegator draußen. Ich glaube übrigens auch ein bisschen verwirrt, dass er zwei Pokémon hat, die so auf Delegator gehen. Und ich entschuldige mich, dass ich zwischendurch so halb gähne, aber ich bin vor 10 Minuten aufgestanden. Ich stelle mal Skelabra rein und ja, Spukball, das Ding geht down. War so ein bisschen, ja, okay. Er stellt jetzt Charizard rein. Und ich habe Feuerfänger als Fähigkeit. Ich hätte also theoretisch drinnen bleiben und hoffen können, dass er auf eine Feuerattacke geht. Aber ich hatte mehr Angst vor dem Erdbeben. Und schicke deshalb Regirox da rein. Und ja, wie gesagt, hätte ich hier die Tarnsteine schon vorher draußen gehabt, hätte er halt schon die Hälfte seiner HP verloren. Er geht hier auf Erdbeben. Recht offensichtlich, aber auch wenn ich speziell defensiv bin, habe ich immer noch eine natürliche physische Verteidigung von 200 oder 220 oder so. Viel zu viel auf jeden Fall. Und Max HP, Max Special Defense, ne? Hält ja schon gut was aus. Ich bin hier einfach auf die Donnerwelle gegangen. Und er hat vermutlich die Tarnsteine erwartet und wollte deswegen das Ding nochmal rausbringen. Oder er wollte es einfach Death fordern. Ich mag es, auf eine Donnerwelle zu gehen, denn so oder so hätte mir das den ersten Hit dann nicht so ohne garantiert. Greife mit dem Uplight-Heap an, weil warum nicht? Ein KP-Clown. Und wir wissen, jeder KP zählt, wir haben es bei Tandrak gesehen. Wurde ich überhaupt geheilt? Ich wurde nicht mal geheilt. Nee. Ups. Ja, meine Überreste heilen mich hier ein bisschen. Doch, wollte ich sogar. Ich wurde sogar geheilt, mein KP. Und er schickt hier jetzt Such Smile rein. Und hier muss ich jetzt ein bisschen auf mein Glück hoffen. Denn ich darf kein Steinhagel missen. Steinhagel 1 trifft. Und wird genug Schaden machen, denn es ist ein Gengar. Und ich glaube, an dieser Stelle hier spiele ich arg risky. Ich glaube, ich bin hier jetzt nämlich auf die Donnerwelle gegangen. In der Hoffnung, dass er auf Aussetzer geht. Ich glaube, das war hier. Ja. Und wir werden sehen, beziehungsweise ich kann euch spoilern, er hat kein Disable auf diesem Gengar. Ich weiß nicht, seit wann Leute nur Sub und nicht Sub-Disable-Gengar spielen, aber es waren ziemliche Mindgames. Denn ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass er Disable benutzt. Aber er ist jetzt paralysiert. Und jetzt kann ich mit dem Steinhagel draufhauen. Ich bin schneller. Und wir werden sehen. Gengar geht down. Vielleicht könnte man argumentieren, dass so viele Steinhagel von mir treffen. Dass da vielleicht so ein bisschen Glück auf meiner Seite im Spiel war, aber was soll's. Edge der Charizard rein und ich dachte mir nur, okay, solange er jetzt nicht auch noch einen Sub auf dem hier hat, dürfte alles in Ordnung sein. Er geht ja tatsächlich auf Eisenschweif. Und ich gehe mal davon aus, dass der Eisenschweif tatsächlich auf diesem Glurak ist, um mich zu countern. Denn ich habe noch nie vorher einen Eisenschweif Charizard gesehen. Wobei es natürlich gegen Feen-Pokémon sein könnte. Wobei der von denen nur neutral genug mehr wegen dem Feuertyp, ne? Bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall misst sein Eisenschweif, meinen Steinhagel trifft. Sein Eisenschweif connected auch und macht gut Schaden. Das gebe ich zu. Der Eisenschweif hat mehr Schaden gemacht, als ich erwartet habe. Dafür, dass es nicht Stab ist. Aber ich gehe hier nochmal auf den Steinhagel. Der geht daneben. Und er nimmt mich mit dem Eisenschweif raus. Kommt vor. Ist mir relativ egal. Und mein Headset ist gerade ausgegangen, weil der Akku leer ist. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Mal gut, ich nehme mich übers Headset auf. Ich schicke Tusk rein. Und ich habe eigentlich ein sehr, sehr kreatives Set auf Tusk gehabt. Weswegen es mich ankotzt, dass ich es nicht richtig einsetzen konnte. Nehme Charizard mit dem Erdbeben raus. Und ich glaube, das war es dann auch mit dem Kampf. Ja, tatsächlich. War ein schönes Match. Wie gesagt, mich würde es freuen, wenn du mir erklären könntest, was der Delegator-Spam mit Tornados sollte. Denn oder Tornadus, denn da war ich ein bisschen verwirrt. Warum du nicht einfach mein Starmie angegriffen hast.
Aber gut, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr abonnieren, kommentieren, gut bewerten und so. Und schönen Sonntag noch. Tschüss.